Und da bin ich wieder mit meinen Helden im Dunkelseeviertel und ich habe mal jetzt ein bisschen recherchiert wegen diesen vielen Nebenquests, die ich noch offen habe. Mir ist das gleiche passiert, was mir schon mit der Queste die Familie Milner passiert war. Ich war schon dort, wo die Queste weitergeht, aber als ich die Queste noch nicht angenommen hatte. Deswegen muss ich das Dunkelseeviertel jetzt nochmal durchsuchen, obwohl ich da schon mal überall gewesen bin. Also geht's erstmal los mit der Queste zurück in Grackelsdurk, überbringt die Pläne. Da haben die Helden ja in der Seefeste die Waffenpläne gefunden und das ist jetzt denkbar einfach. Hier hinten war irgendwo diese versteckte Zwergin. Genau da. Wie hieß die nochmal? Rivet. Hallo Rivet. Hey, ihr. Habt ihr die Ware? Das hört sich nicht verdächtig an, oder? Ich denke schon. Ist das der Plan, nach dem ihr gesucht habt? Ja, das ist sie. Wieso sie? Er, der Plan. Ja. Perfekt, in Ordnung. Sprechen wir über die Entschädigung. Oh ja. Wie hören sich 3000 Gold an? Das hört sich schon nicht schlecht an. Weisheit. Oh, Weisheit. Ihr habt vorhin gesagt, ihr wärt nur hierfür nach Dunkelsee gekommen. Sie muss euch mehr wert sein als das 8000. Ja, Dringil als Dieb und Verbrecher versucht erstmal mit der Weisheitsprobe möglichst viel rausschlagen. Also, ihr habt vorhin gesagt, ihr wärt nur hierfür nach Dunkelsee gekommen. Sie muss euch mehr wert sein als das 8000. Fehlschlag. Ja, aber das ist ein gewaltiger Betrag. Ich gehe lieber mit leeren Händen heim als mit einem leeren Geldbeutel. Ja, dann versucht's Trinke mit einer Intelligenzprobe. Die wird in die Hose gehen mit 8 Intelligenz. Ich bin mir sicher, ich könnte andere Käufer finden, die tiefer in die Tasche greifen. Wie wäre es mit 5000? Ich bin mir so sicher, dass das ein Fehlschlag wird. Fehlschlag. Das ist richtig. Ich bin mir allerdings sicher, dass eine Belohnung auf euren Kopf ausgesetzt wird, wenn ihr das öffentlich macht. Bei mir ist alles streng vertraulich. Niemand wird je erfahren, dass ihr involviert wart. Also, zurück zum ursprünglichen Angebot. Die ist aber ein harter Brocken. Jetzt kommt eine Charisma-Probe. Wir müssten einiges durchstehen, um sie zu bekommen. Machen wir 4000 draus. Fehlschlag. Och, Dringil. Ich verstehe. Aber ich muss aus diesem Wissen Profit schlagen, ansonsten ist es nutzlos. Ich kann nur 1500 anbieten. Wie, du kannst nur 1500 anbieten? Du hast doch 3000 angeboten. Ja. Ich habe jetzt alle Proben einmal durch. Ich weiß gar nicht, ob es was bringt, das jetzt nochmal zu machen, aber aus rollenspielerischen Gründen ist das natürlich Quatsch. Dringil gibt sich geschlagen, Zähne knirschend, hört sich gut an. 3000 ist ja auch gar nicht so verkehrt. Sehr gut, hier ist eure Bezahlung. In Ordnung, dann sehen wir uns diesen Plan mal an. Ja, ich verstehe. Ein paar dieser Wörter. Perfekt. Oder nicht? Was? Ja, das sollte klappen. Ich sollte jetzt vielleicht einen Duergar aufsuchen, der mir dabei hilft, das zu übersetzen. Wartet. Nein, das wäre eine schlechte Idee. Quest abgeschlossen, zurück in Grackelsduck. So, und jetzt geht's zu den anderen Nebenquesten in Grackelsduck, wo ich schon mal am Ort des Geschehens war, als ich die Queste noch nicht hatte und deswegen jetzt nochmal neu suchen muss. Zum Beispiel hier die Queste Golgamans Geschäft. Finde Velops Versteck in Grackelsduck. Ich habe ja keinerlei Questmarkierung in Grackelsduck hier im Dunkelseeviertel. Aber irgendwo in einem dieser Wohnsitze ist dann Velop. In den Wohnsitzen sind die Helden zwar schon alle mal drin gewesen, aber das war halt bevor ich diese Quest angenommen habe. Deswegen war damals Velop noch nicht zu finden. Also, das kann ich jetzt machen: Golgamans Geschäft und Sklave oder Häuptling. Findet Skaks gestohlenes Symbol in Grackelsduk? Tja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Markierte Rubine? Ja, fehlen mir immer noch. Welche? Welche viele? Also drei fehlen mir noch. Und die Blutschuld. Spürt den Blutschuldner auf. Das müsste auch irgendwie zu machen sein. Mal schauen. Das war ja irgend so eine. Hier. So ein Schuldbrief. Der Brief wurde von einem gewissen Brenmora unterzeichnet, also ich muss nach einem Brenmora suchen. Mit anderen Worten, die Helden gehen jetzt einfach mal hier so durch die Gegend und schauen mal, ob sie Velop oder den
Bren Mora finden. Oder die Bren Mora, wer weiß. Ist hier jemand drin? Nein, da ist nichts. Hier ist der nächste Wohnsitz. Mit gar nichts. Geht's hier wieder raus? Hier geht's wieder raus, wenn ich die Tür treffe. So, Omo und Nut, sagt ihr eigentlich noch irgendwas? Wie kommt ihr mit euren sinnlosen Bemühungen voran? Habe sie alle gefunden. Ihr seid immer noch am Leben? Verdammt. Warum haben diese Deros eigentlich alle einen Sixpack? Das frage ich mich allmählich. So, der Duergar schubst Dringil nicht runter. Schade. Dringil, wieso hast du eigentlich nicht volle Hitpoints? Ist ja komisch. So, wo ist denn der nächste Wohnsitz? Hier, da ist was. Da lang, über diese schmale Brücke. Ist hier einer? Nee, das war ja dieser Wohnsitz mit dieser Falle. Also, wo die Helden dann aufgelauert wurden von den Duergar Stadtbewohnern. Also hier in diesen drei Wohnsitzen war nichts. Da ist das Finanzamt, das ist es auch nicht. Also gehen die Helden jetzt mal... Was ist denn das da? Das ist die Bäckerei? Nee. Geht mal hier runter, durch diese Wohnsitze durch. Also, hier irgendwo lang. Und immer schön die Augen aufhalten nach jemandem namens Bren Mora. Hier ist ein Häuschen. Da war diese Trisfa drin. Ihr seid hier nicht willkommen, verschwindet. Ich glaube, die braucht man gar nicht. Also ich brauche die nicht. Ich meine, wenn man die Queste von Dalanir macht und seine Schwester Talistra verschont, dann wird man verflucht. Und um den Fluch wieder aufzuheben, kann man dann die gute Tisfra aufsuchen. Das hier war Eradin. Jawohl, hallo. Ach, der ist immer noch bewusstlos, der Arme. Dringil als Elf möchte den eigentlich gar nicht so liegen lassen. Aber was soll man machen? Hier ist noch ein Wohnsitz. Das war, glaube ich, auch ein Wohnsitz mit so einer Truhe. Ja, hier ist nichts mehr. Weg. Es werden Velop und Bren Mora gesucht. Dringil, du kannst mal suchen, stelle ich gerade fest. Ah, da entdeckst du die Fallen, die nicht mehr da sind. Jawohl, schön. Was ist das hier? War das der Kuriositätenladen? Ja, genau. Hier war der erste Wohnsitz mit der ersten Truhe, die geplündert werden konnte. Ja, ist auch schon alles erledigt. Dann gehen wir allmählich die Wohnsitze aus. Aber ein paar sind noch da. Karte. Da oben ist die Bäckerei. Da ist noch ein Wohnsitz und da ist noch ein Wohnsitz. Ich glaube, das sind die letzten beiden. Das müssten ja eigentlich auch die Treffer sein. Breck sagt nichts mehr, glaube ich. So, was ist das hier eigentlich? Was steht da? Ein Obelisk. Habe ich ja schon mal gelesen. Auf der Statue stehen Worte in der Duergar-Sprache. Dabei handelt es sich anscheinend um den Arbeitsplan der Minenarbeiter. Das ist der Arbeitsplan. Aha. Duergar sind ja arbeitsverrückt und arbeitssüchtig. Hier ist ein Wohnsitz. Aber auch hier ist niemand. So, wo ist noch ein Wohnsitz? Hier um die Ecke. Und... Ah, hier, Bren Mora Sicherhand. Das ist jetzt für die Queste die Blutschuld. Spürt den Blutschuldner auf. Sie nennen mich Bren Mora, der Axtmeister. Ihr werdet keinen besseren in ganz Faerun finden, ob an der Oberfläche oder im Untergrund.
Dringil redet erstmal um den heißen Brei herum. Ihr seid richtig gut mit der Axt. Wie habt ihr das gemacht? Ich wurde ausgebildet von, eigentlich habe ich mir alles selbst beigebracht. Bo, leider habe ich nicht die Zeit, meine Geschichte zu erzählen. Hört sich verdächtig an. Was? Nein, ich bin nur wirklich beschäftigt. Wenn ich euch nun bitten dürfte, still bleiben? Nochmal ansprechen? Ja, jetzt lässt Dringil die Katze aus dem Sack. Brenmora, etwa Brenmora der Blutschuldner? Blutschuldner? Lächerlich. Ich bin der Axtmeister. Ihm den mit Blut geschriebenen Schuldbrief zeigen. Das ist eine Fälschung. Ich bin der Axtmeister. Eine Fälschung. Der stellt sich einfach hin und behauptet, es wäre eine Fälschung. Der spinnt wohl. Dringil, begleicht eure Schuld jetzt oder sterbt. Ihr versteht nicht. Ich kann mich nicht von ihr trennen. Wovon trennen? Es ist meine linke Hand. Ich kann es nicht ertragen, sie zu verlieren. Ja, auch geht, das kann ich nachvollziehen. Egal, was mein Lehrmeister behauptet. Eure linke Hand? Ihr müsst wissen, mein Lehrmeister war der einzige Axtmeister Dudwohl. Dudwohl war der letzte der Axtmeister, die es schon vor der Zauberpest gab. Faszinierend, erzählt mir mehr. Jeder Meister nimmt einen Lehrling auf und bildet ihn in der Kunst der sieben Wege aus. Nachdem das Geheimwissen, das von Meister zu Lehrling weitergegeben wird, so mächtig ist, muss eine Schuld bezahlt werden, um die Macht auszugleichen. Der Lehrling unterzeichnet einen Vertrag mit dem Blut seiner linken Hand. Dann trainiert er 10 Jahre lang nur mit der rechten Hand, bis er die Kunst der sieben Wege gemeistert hat. Schließlich muss er seine Schuld begleichen. Diese Meister-Lehrling-Beziehung war jahrhundertelang ununterbrochen, bis zum letzten 10-Tag, als ich meinen Meister tötete. Ich konnte meine Schuld einfach nicht begleichen. Ich wollte mich nicht von meiner linken Hand trennen, das hättest du dir aber vorher überlegen müssen, oder? Ah, das ist ja eine Lusche, in gewisser Weise. Tja, Dringil. Was habe ich denn zur Auswahl? Dämonen schmieden Pläne, die Herrschaft an sich zu reißen. Der Tod eines Duergar scheint im Vergleich bedeutungslos. Option 4 gefällt Dringil. Die Hand will er gar nicht haben, das ist ja ihm völlig wurscht. Aber als Verbrecher möchte er diese Sache hier gerne ausnutzen. Brenmora, wir nahmen den Brief, um die Schuld einzutreiben. Wir werden alles nehmen, was ihr bei euch habt. Einverstanden. Kämpft gegen den Axtmeister und lernt den Tod kennen. Ach, das war jetzt ein Kampf. Ach, das wollte Dringil eigentlich gar nicht. Dringil dachte, er kann jetzt einfach hier ein bisschen was mitnehmen und dann weggehen und den Brief da lassen und alle sind zufrieden. Aber offenbar nicht. Naja, dann muss es halt so gehen. Schade. Attacke. Ach, der ist ja schon betäubt. Ach ja, so viel zum Thema Axtmeister. Und das nach 10 Jahren Training. Auweia. Und er hatte noch beide Hände. Man stelle sich vor, er hätte seine linke Hand tatsächlich abgegeben. Hier. Und der labert rum von wegen mächtiges Wissen. Oh, eine Axtklingenscherbe. Und die Axt des Dienens. Jetzt müsste ich doch allmählich mal alle Axtklingenscherben haben, oder? Glaub schon. Also die Queste ist auf alle Fälle jetzt vorbei. Blutschuld. Dringil. Raus. Jetzt stellt sich die Frage, wo Velop ist. Ob der hier irgendwo in Dunkelsee ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Es könnte ja sein, dass der in einem Wohnsitz ist, den ich vorher schon mal aufgesucht hatte, aber ich war jetzt schon nochmal in jedem drin. Komisch. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich laufe mit den Helden nochmal ein bisschen intensiver schauend durch den Dunkelsee. Und wenn ich Velop finde, dann melde ich mich da wieder.
Wenn ich Velop nicht finde, dann schicke ich die Helden mal zurück ins Marktviertel nach Luskan, weil ich glaube, dass ich bei Drykal jetzt die Axt reparieren lassen kann. Und hier habe ich Velop gefunden in dem einen Wohnsitz, wo ich gerade reingelaufen war. Velop Böszunge, ein Goblin-Anführer, neben zwei Leibwachen namens Hruk und Skik. Na dann. Wer seid ihr? Warum ihr nicht klopfen? Itzkin, ist das euer Freund? Nein, Itzkin, nicht gut. Velop, mein köstlicher, aromatischer kleiner Freund, ich habe überall nach euch gesucht. Golgamann lässt euch grüßen. Itzkin meinte, er wärt in Gefahr. Das stimmt, er ist in Gefahr und ich bin der Grund dafür. Er hat ein paar Vorräte von Golgamann gekauft, aber nie bezahlt. Velop zahlen wird, Velop Pech gehabt, Dämonen mein Haus abbrennen, Cousin Trax getötet von Oberflächenleuten. Die Oberfläche nicht gut für mich, ich musste in Schande zurückkommen. Trax, das waren die Helden, die Trax getötet hatten, ganz am Anfang vom Spiel. Was hat das mit mir zu tun? Weder ich noch mein Gefolge haben etwas damit zu tun. Ich finde, ich habe euch mehr als genug Zeit gegeben. Vielleicht sollte ich an euch ein Exempel statuieren. Tja. Trinkil ist das eigentlich alles völlig wurscht. Er kann Itzkin nicht leiden und ist hier nur aus purer Gutwilligkeit mitgelaufen, weil er wissen wollte, wer Itzkin ist. Er traut ihm ja nicht und wollte schauen, was hat er für eine persönliche Geschichte, worum geht es hier bei dieser Sache. Und jetzt steht er da und dieser Goblin hat eine richtig lustige Frisur. Der ist total süß. Und jetzt steht Trinkil hier und möchte sich am liebsten raushalten. Das Problem ist nur, dass Itzkin ja gar nicht da ist. Am liebsten würde Trinkil sich jetzt auf dieses Bett da rechts legen und zuschauen, wie Itzkin sich mit Velop und seinen beiden Leibwächtern kloppt. Leider ist ihm das nicht vergönnt. Aber er wird auf keinen Fall jetzt irgendwelche Schulden begleichen, schon gar nicht Schulden von irgendjemandem an Itzkin. Deswegen bleibt rollenspielerisch nur die Option. Was sind denn das eigentlich für riesengroße Stühle da hinten? Unglaublich, da passt doch ein Duergar gar nicht drauf. Ja, also, Trinkil bleibt nur die Option 2. Statuiert an ihm ein Exempel, Itzkin. Ich keine Angst haben. Ruck, Skrik, Angriff. Ja, ja. Du keine Angst haben, du Pimpf. Verstecken. Zurück. Später Schuss. Gong. So. Trax Heulzunge war also der Cousin oder so von Velop Böszunge. Ja, Trinkil macht erstmal die anderen beiden da weg. Ah, die sind relativ resistent, diese Grottenschrate. Aber Trinkil ist besser. Gong. Da nützt auch ein Wutanfall nichts mehr. Und nochmal. Kommt schon. So, der erste wäre weg. Dann der zweite. Ja, so richtig kräftige kritische Treffer macht Trinkil da gar nicht. Aber egal, jetzt ist hier der Kleine dran. Mal setzen. Und Gong. Ja, das fluppt doch. Wieso? Weil du deine Schulden nicht bezahlt hast. So. Ja, Trinkil, schau dich um. Da. Finde ich einen großen Haietrank. Mehr gibt's hier nicht. So, findet Velops Versteck in Krackelsdruck, habe ich gemacht. Kümmert euch um Velop. Tötet Velop und seine Wachen, habe ich alles gemacht. Kehrt zu Golgamann zurück. Ich gehe nochmal raus hier, weil ich das ja gerade übersprungen hatte, so halb im Video. Also hier hinten in diesem Wohnsitz war der kleine Velop versteckt, neben dem Tor zum Geschäftsviertel. Ja, und jetzt muss ich ja zurückkehren zu Golgamann, also ins Lager des Abenteurers. Und die Helden wollen ja auch nochmal gerne ins Marktviertel von Luskan. Und deswegen geht's genau da jetzt mal hin. Und weil der Weg dahin ja allmählich bekannt ist, überspringe ich den mal gerade im Video.